So Leute, damit herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben ja in der letzten Runde nochmal, haben wir jetzt das Gebiet hier geholt. Jetzt müssen wir das Gebiet auch hier erobern. Haben auch hier Truppen bekommen und ja, ich würde sagen, wir legen. Moment, wir können Folgendes machen. Damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Hier hin. Passen da alle rein, ne? Oder? Lass mal kurz gucken, was dein Platz so sagt. 22 passt. So, kannst hier hin. Du hier hin. Du hier hin. Okay, dann würde ich sagen, ganz kurz erst noch hier oben. Ja, hier hin, dass hier nichts passiert. Ja, was ich von denen halten soll, weiß ich nicht. Aber gut, legen wir los, alle mal rein. Salam Tomcat 2, this is Falcon 4. We're in the sector and ready to fight. Falcon 4, this is Tomcat 2. Boy, am I glad to hear from you, brother. We've located Abu Abdi. And if you help us destroy him, we'll be beyond grateful. Every time we talk, your Arabic is better, Tomcat 2. We're heading your way to assist. So, ein Konvoi oder irgendwas? Ach du Scheiße. Ja, dann werden wir unseren Spaß haben. Du und du. Hier kommt mal hier rein. Leitwag. So, hier lang. Okay, Konvoi killen. Hat doch was Prickelndes. Oh shit, da kommt ein Panzer. Das war gut. Ihr raus. Scharfschütze. In das Gebäude da rein. Ja gut, komm. Du da rein. Du da rein. Ist okay. Kannst dann hier rein, das ist okay. Der Scharfschütze. Kommt mal hier hin. Komm erstmal hier hin, würde ich sagen, ja. Frage ist, wo ist der? Oh, da oben. Okay. So, wie machen wir das jetzt am besten? Scharfschütze. Komm mal hier hin, bitte. Panzer, du kommst hier hin.
Ich schieße auf von dem Gebäude hier gar nicht drauf. Na, das ist natürlich ganz großes Kino. Da kommt der Konvoi. Panzer. Okay, der Konvoi fährt hier lang. Ne. Also der muss hier durch, ne? Okay. Wir schleichen uns hier ran. Das gleiche hier. Okay, wir machen hier ordentlich Druck jetzt erstmal auf das Gebäude. Habe ich den Konvoi jetzt verpasst? Oh. Nee, da ist er. Da war ich schon gedacht, der wäre durch. Oh. Wäre es natürlich jetzt gewesen. So. Was? Die Body hier haben wir schon geräumt. So. Yes, wir haben's. Komm. Ja. American drone is headed your way. Nice. Apparently the White Helmet notified the Americans about the use of an ambulance, and so they wanted to get a couple of dramatic shots for their newsreel. Roger that, Center. The helmets are gonna have to earn. Oh, bitte sag nicht, dass du jetzt hier durchläufst. Then again, that's nothing new. We'll proceed to the final assault on the building where the target is hidden. Ja, müssen das Gebiet hier noch räumen, ja. Also da ist doch noch was. Er traut sich aber gerade nicht raus, oder wie? Keine Ahnung. Manchmal ist die KI so asozial und aggressiv, dass du wirklich aus den Latschen hängst und dann in einem anderen Moment machst du wirklich gar nichts. Du hast keine Ahnung, wie du reagieren sollst. Was jetzt gerade momentan der Fall ist.
Okay, Versorgungswagen hierhin. Du bleibst hier. Stürmt es. Oh, du Bastard. Okay, wir stürmen das Gebiet. Ab rein. Scheiße, das war mein Versorgungs-LKW. Ich habe keine Versorgung hier, ne? Darf nicht wahr sein. Okay, die räumen das. Scharfschütze. Ab hier rein. Infanterie. Ab hier rein. Center to Falcon 4. Elimination of Abu. Via radio intercept. Great work. Falcon 4 to center. Thank you. Shall I begin a security sweep of this sector? Yes. Get to work, Falcon. We'll provide you with support. Oh yeah. Ja, ich hab schon sowas geahnt. Okay, ihr erstmal hier rein. Ab hier rein mit euch. Gott, Alter, ich hab keine Ahnung, wo jetzt hier was die ganze Zeit. Ihr schießt aus allen Ecken und Enden. Scharfschütze hierhin. Ah, wir müssen ja auch hier runter, ne? Moment. Dann hierhin. Du ebenfalls hierhin. Oh shit, die gehen da alle drauf. Raus, raus, raus. Da ist eine Artillerie, das ist gar nicht gut. Raus, raus, raus. Scheiße, wo ist denn das Ding? Raus, raus, raus. Ja, das war zu schön, um wahr zu sein, dass es jetzt hier so ganz einfach durchgeht, ja, war ja zu erwarten.
Okay, aber wir sind auf jeden Fall schon mal hier gut durchgekommen. Das ist ja schon mal positiv. Was haben wir denn da hinten? Hubschrauber. Oh, und wir haben Luftlandeeinheiten. Das ist schon mal gut. Okay. Ich finde, das hier passt aber auch ganz gut, um... Na... Hier lang. Einheiten hier hin. Oh Mensch, gib doch Ruhe. Außerdem, wir hatten ja das gesehen. Also es ist echt unfassbar, was der manchmal an Sicht hat, ne? Ihr müsst aber jetzt weg sein. Das Gebiet ist ja eh gesichert. Also kommen wir jetzt von hier an. Ich muss jetzt gucken, wo seine Artillerie ist. Die ist irgendwo da hinten. Wenn ich sie richtig gehört habe. Also müssen wir dementsprechend auch da lang. Also räumen wir erst hier und dann gucken wir mal, ob wir hier so lang können. Ja, die haben müssen ordentlich bluten hier. Panzer, hier hin. Aber wir haben das Gebiet hier gesichert, das ist schon mal wichtig. So. Was das Gefährte angeht, bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber na gut. So, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Und hier wohl auch hin. Gut, also als erstes Hansa hier mit. Was ich mich jetzt gerade frage ist, wo ist mein anderer Panzer? Ah, hier. Ich würde wirklich sagen, das Gefährt hier, das könnte vielleicht später ein anderer übernehmen. Und mal gleich unsere Verstärkung, würde ich sagen. Weil du... Ich will dich hier haben. Bei der Truppe. Denn ihr müsst da hinten das Gebiet räumen. Ja. So. Ihr. Mal hier hin. Oh, zwei Versorgungstrucks. Perfekt. Hubschrauber. Okay. Aber der ist nicht mir. Kann ich dich bewegen? Ne, kann ich nicht. Okay, Leute. Aber ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich habe jetzt hier mal meine Einheiten aufgestellt. In der nächsten Runde werden wir massiv hier angreifen. Wir wissen ja, dass hier ein Panzer steht. Mal gucken, was hier noch so alles steht. Also, da werden wir einiges zu tun haben. Und dann hier unten, das wird so das Ziel sein, dass wir jetzt hier alles so räumen. Und dass wir dann gucken, wo steht seine Artillerie hier oben. Weil die wird mir sicher noch Probleme machen, da bin ich mir 100% sicher. Aber ich würde sagen, das alles, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Oder... Ach komm, das machen wir jetzt noch. Hubschrauber, sehr schön. Dann holen wir dich mit. Moment mal ganz kurz, du bist bekannt als alte sowjetische Haubitze, ne? Und was ist doch das gleiche hier? Bekannt als alte sowjetische... Bist du auch... Bist du jetzt so eine Artillerie, oder? Bist aber was ganz anderes, mal gucken. 35,5. Das Ding ist genau das gleiche, oder? Nur das hat ein anderer... Ne, es ist genau das gleiche. Das Ding habe ich schon gehabt, es hat nur einen anderen Namen oben, ne? Aber die Werte sind gleich. Moment, ganz sehr witzig.
Haubitze Nelge ist eigentlich als ein leicht und starkes Geschütz. Wieso wenn ihr dann alles, wenn ihr Haubitze Nelge als ein leicht und starkes. Ja! Okay, haben wir ja schon in unseren Reihen einen und gekapert. Ja, da holen wir uns doch zwei. Was ist das hier? Schwerer Flammenwerfer sind eine schreckliche Waffe, um feindliche Positionen mit Geschossen förmlich auszubrechen. Oh ja, wunderbar. Ab her damit. Sehr schön. So, ein Panzer. Holen wir dich. Ja. So, dann hätten wir hier noch Geschütze. Dann würde ich wirklich sagen, da hole ich die ganze Armee, schicke die hier lang und dann baue ich hier eine neue Armee auf für da oben. Ja, das könnte man eigentlich auch machen. Ist sogar eine sehr gute Idee. Ja. Machen wir das so. Ja. Okay, wir können holen dich. Panzerfahrer mit Erfahrung haben wir keine mehr. Gucke vorsichtshalber. Nein, haben wir keine mehr. Okay, dann holen wir dich. Dich. Das Geschütz. Mhm. 80A verstärkt, ja. Dann holen wir dich mit. Okay. No. Was hätten wir denn hier? Fahrzeug. Versorgung. Wie sieht das da aus? Ist eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, wir holen noch ein Versorgungsfahrzeug mit. Dadurch, dass ich die Hubschrauber habe, brauche ich mehr Versorgungsfahrzeuge. Würde ich sogar sagen, da hole ich beide mit. Ja. Muss das hier bleiben, leider. Aber gut, ich habe jetzt zwei Artillerie jetzt hier dabei. So, Infanterie. Ja, da kannst du mit. Mal gucken. Ja, dann bauen wir hier eine ganz neue Infanterie auf. Holen wir drei von denen mit. Die Gebäude rammen. Panzerabwehr kann nie schaden. Scharfschütze. Ja, Scharfschütze auf jeden Fall. Scharfschütze auf jeden Fall. So, was hätten wir dann in Infanterie? Die drei. Zwei Scharfschützen. Überlegung in Mörser. Ja, wir holen noch einen Mörser mit. So, dann hätten wir aber wirklich alles. Ja, mehr geht echt nicht mehr. So, Leute. Dann mache ich aber jetzt hier mal einen kurzen Cut. Dann werden wir die Armee wirklich holen und die wird separat nur hier oben. Moment. Hier oben hingehen. Und die andere gehen hier hin und suchen dann nachher auch noch diese Einheiten halt auch, wo ich jetzt momentan nicht finde. So. Ja, eine Einheit holen wir hier mit. Auf jeden Fall. Und die Russen, die können wir oben mitnehmen, weil da oben. Wenn da oben noch so Panzer und ganzes Zeug rumhängt, wird das kein Vergnügen. Okay, dran versorgen haben wir auch gut. Das eine Versorgungsfahrzeug habe ich verloren. Ärgerlich, aber naja, ist nun mal so. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und in der nächsten Runde gehen wir hier drauf und gehen hier drauf. Und das war es bestimmt noch nicht, da kommt bestimmt noch was. Das war, dass der da oben eine Artillerie hat, das hat sicher einen Zweck und einen Grund. Aber welchen, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.